So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Letztens hat mir die Jenna ein Paket geschickt mit ganz viel Biers drin, Kölschen Biers, aber auch Dirty. Aber nicht irgendwelchen Dirty, sondern diese zwei Sorten. Das ist nämlich Dirty Zero mit 0% Sugar. Kurz mal für Thumbnail irgendwas machen, ungefähr so. Die gelbe sieht auf jeden Fall richtig stark aus. Und ihr kennt ja vielleicht Dirty, diese drei Sorten, die es gibt. Oder ihr kennt vielleicht Extra Dirty, diesen Cocktail, den es gibt. Ich komme gerade von draußen rein, die ganze Brille beschlägt gerade. Ich schwitze, ich habe jetzt Eier gebrütet. Und deswegen dachte ich, testen wir jetzt mal Dirty Zero mit Wet Peach. Das müsste also genau der gleiche Geschmack sein wie der normale, mit Zucker, nur halt ohne Zucker. Aber Dirty Zero Lemon from Heaven, das ist neu, den kriegst du nicht mit Zucker. Den gibt's nur in der exklusiven zuckerlosen Edition. Und weil ich so viel Durst habe, machen wir die jetzt mal auf. Wollen die mal probieren, wie die schmecken. Hier ist nicht so eine Kappe drauf, hier ist so eine Kappe drauf. Das heißt, hier kann man mich mit vergewaltigen, weil man mir da K.O.-Tropfen reintun kann. Und bei dem anderen nicht. Wir machen das jetzt trotzdem mal auf. Nehmen wir kurz einen Schluck. Ja, das schmeckt mir aber der mit Zucker besser, würde ich sagen. Ne, der hat irgendwie ein bisschen was an seinem Geschmack verloren, weil ihr merkt halt, wenn da Zucker dran ist, knallt das voll rein. Und ohne Zucker knallt das halt nicht so sehr rein. Schmeckt trotzdem irgendwie wie süßes Wasser, wie Zuckerwasser. So, so richtiges Eistee-Feeling habe ich leider gerade nicht. Aber egal, der ist auf jeden Fall kühl, den kannst du dir so reinziehen, ne? Aber nochmal kaufen würde ich den jetzt nicht unbedingt. Ansonsten gibt es ja an sich bei Pfirsich-Eistee jetzt nicht so extrem groß viel Unterschiede. Machen wir den also auch mal auf, testen mal diesen, der jetzt eigentlich, naja, herausstechen müsste durch das Zitronige. Schmeckt halt auch einfach sehr wässrig, sehr leicht, sehr gesund auf jeden Fall. Wie wenn ihr euch jetzt ein Glas Wasser macht und tut oben mit der Zitrone so zwei Tröpfchen rein, rührt das um, habt ihr auch einen ganz leichten Zitronengeschmack. Also wer es nicht so wuchtig mag, wer auf den Zucker verzichten will, trotzdem eine Art Erfrischung haben möchte, für den ist das sicherlich gut geeignet. Mich haut es jetzt nicht vom Sockel, weil mir das ein bisschen Geschmack vorgaukeln will, aber dann nicht hat. Da fehlt mir also was. Da greife ich doch lieber vielleicht zu einer gekühlten, spritzigen, fetzigen Limonade oder einem Booster Zero in der schwarzen Dose. Das finde ich richtig cool. Ansonsten wollen wir die zwei jetzt mal hier einschenken. Wollen die mal gemischt trinken und schauen, wie das schmeckt. So. Bibi. Da habe ich den Rest von der Dose nämlich dann vielleicht für den Stream. Habe ich da was für den Stream, hier was für den Stream. Und das ist jetzt hier das Mischgetränk in dem Bierglas von Auf die Dicken mit dem Iswo. Ein Wet Peach Lemon from Heaven Dirty Cocktail, selbst gemischt. Riecht auf jeden Fall interessant. Und ich würde sagen, danke Jenna für dieses Experiment. Und dass ich mir den nicht selber kaufen muss, weil ich den, wie gesagt, nicht nochmal kaufen würde. Aber euch schmeckt es vielleicht. Habt ihr schon mal Dirty probiert? Ja, nein, schreibt es in die Kommentare. Kennt ihr Extra Dirty und kennt ihr Dirty Zero? Mal gucken, was es noch gibt. Vielleicht gibt es demnächst dann auch Chips und Cornflakes und was weiß ich, weil jeder ja hier jetzt irgendwie alles vermarkten muss. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Komisch, immer wenn ich aus dem Glas trinke, tröpfelt alles runter und macht komplett das ganze T-Shirt nass, warum auch immer. Also trinkt nicht aus dem Glas, trinkt nicht aus meinem Glas, damit ihr dann nicht auch so aussieht. Ansonsten schmeckt es trotzdem wieder vor, einfach irgendwie nur nach kleinen, süßen, wässrigen Wasser, Zucker, Zeug. Ciao.